Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Warzug in der Version 2.8.7 mittlerweile. Ich habe gerade vor der Aufnahme nochmal auf Update gedrückt und da kam direkt, ja, hier Update und die haben jetzt auch so einen Pausebildschirm im Hauptmenü. Und was jetzt Neues reinkommt, ist, weiß ich nicht. Oft ist ja wirklich nur Bugfixing. Oh, Airdrop. Wo ist er? Da hinten hat er gedroppt. Haben wir eigentlich eine Waffe irgendwie in der Art? Haben wir nicht, ne? Haben wir nicht. Gut. Holen wir uns den Airdrop? Ich wollte ja eigentlich das letzte Mal hier rein in dieses Gebäude. Da hatte ich aufgehört aufzunehmen. In diesem Kino ist das hier. Geh weg, Spinne. In diesem Autokino. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz hier rein und dann holen wir den. Oder hat. Was? Wer? Wo? Hier ist doch was drunter, oder? Ah, das ist auch neu. Hier, diese Anzeige. Seht ihr das? Dass das rot ist. Dieses Untouched. So, Frieden. Ja, diese Oh, fuck! 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 Boah! Junge! Bin ich aus dem Menü nicht rausgekommen vor lauter Hektik. Oh, jetzt fängt ja gut an. Leck mich on the first. Ne, der ist hier drüben reinkommt. Wo schlagen die denn gegen? Da liegt ein Rucksack in der Ecke. Ein Knüppel Level 3, ein Holzknüppel. Den sollte ich mir auch mal machen. Beziehungsweise einen eigenen Wooden Club oder einen Baseballschläger eventuell. Aha, hier geht's rein. Ich wusste es doch. Habe ich irgendwie Licht an? Wieso ist das hier so hell? Ach, da ist eine Straßenlaterne drüber. Hi, Michon. Du auch? Oh, habt ihr das gesehen? Das war wie dieser Flaschentrick. Kennt ihr doch bestimmt aus diesen Clip-Videos, wenn die irgendwelche Flaschen hochschleudern, dass sie sich wieder hinstellen auf den Boden. Das habe ich mit dem Zombie geschafft. Die hier rein? Hört sich so an, ne? Ja, die ist schon da. Als er. Michonne hat ja einen Backflip gemacht und war tot. So. Ja, das finde ich ganz cool mit dem Markierten. Da siehst du immer sofort, ob was gelootet ist oder nicht. Oh. Was machst du mit mir? Blute ich? Nee. Nee, ich blute nicht. So, das ist gelockt. Warum? Dieses Überblendet ist ja echt schlimm. Ich hatte doch auch eine Axt. Da ist die Axt. Kommen wir noch ein bisschen schneller hier unten rein. Okay. Oh. Oh. Das ist aber tief. Ist das ein Fehler in der Matrix oder was ist hier los? Warum ist das denn zu? Ah, da ist eine Tür. Vielleicht ist der Poi einfach irgendwie. Verstehe ich nicht. Vielleicht wurde das irgendwie falsch gesetzt oder so. Ist der Map Generator? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir sind unsicher, wenn der da oben rumläuft. Nee, aber da die Map vorgefertigt ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,
dass das hier falsch gesetzt worden ist. Wahrscheinlich sollte es einfach einen verschütteten Schacht darstellen. Was? Nochmal 2,5? Alter, Vater, da ist ja meine Spitzhacke gleich kaputt. Und dahinter ist auch Erde, beziehungsweise Stein. Okay, jetzt auf jeden Fall eine Küche, die zugeschüttet ist. Oh. Hat er von hinten angeklopft. You are bleeding? Was? Ich blute? Wo? Ich blute nicht. Was war denn das eben für eine Anzeige? Bin ich direkt wieder versiegt? Meine Blut schon raus aus dem Körper. Alter Vater, ist doch nicht den Ernst. Muss ich jetzt hier einen kompletten Bunker frei dengeln? Das ist jetzt ein bisschen viel Arbeit, oder? Hier den. Oder geht's hier dann dahinter weiter? Mal gucken. Wenn wir den obersten Stein rausschlagen, müssten wir ja sehen, wo es weitergeht. Moment, das ist nur dieser eine Raum. Das hat sich ja gelohnt. Jetzt schlage ich aber den Tresor auf, wenn ich mich schon hier durch 7500er Türen durchschlage, insgesamt. Dann schlage ich mich jetzt auch, ich gehe mal in die Hocke, damit es für euch nicht so laut ist. Dann schlage ich jetzt auch noch den Tresor auf. Jetzt hatte ich eine Orga gekriegt und irgendwas stimmt noch mit den Texturen nicht, ist mir eben schon aufgefallen, die sehen so matschig aus. Oder? Mal kurz. Irgendwas ist da nicht richtig. Gab es nicht hier diese Texture-Streaming? Ja. Hoffen wir, dass das von den FPS noch passt. Ah. Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt scharf. Sehr gut. Stimmt, hat ja auch jemand geschrieben. Ah, jetzt hatte ich beim letzten Mal schon vergessen, warum ich nicht die gelbe Munition nehme. Aber... Zack, und schon ist untouched. Okay, auf jeden Fall zwei Rezepte, die wir noch nicht konnten. Das war ein Turret, ne? Da muss ich noch wieder umladen. Das vergesse ich immer. Ich hätte auch die Tür so viel schneller aufkriegen können. Haben wir hier? Muffle Connector. Das ist wahrscheinlich ein Mod für die Waffe, ne? Und das Ding verkaufe ich, ja. Ja, cool. Hat sich nicht gelohnt für meinen Geschmack. So, pass auf, dann holen wir uns jetzt den Airdrop, bevor ich den wieder vergesse. Und dann gehen wir noch ein bisschen looten. Sind hier zwei Gefängnisse nebeneinander? Sieht bald so aus, oder? Hier der The Walking Dead Knast und hier drüben sieht aus wie ein Gefängnis. Okay. Okay, sieht gut aus. Ja, das Texture Streaming hat das echt... was bist denn du? Bist denn du? Was war denn das? Was war denn das für ein halber Alien auf Arm? Was läuft denn hier für Viehzeug rum? Oh je. Oh Mist. Ausdauer sammeln. Entschärft. So, ab zum Airdrop. Muss man was mit meiner Ausdauer machen. Habe ich noch Erfahrungspunkte? 2 Stück. Was habe ich denn hier auf den... Wo waren die Athletics? Run and Gun, Parkour.
War das hier nicht die Agilität? So. Wir gucken mal, wie weit der Airdrop überhaupt weg ist. Na gut, so wissen wir zumindest, was in der Richtung ist. Sag mal, ist das hier ein Weg, der hier hochgeht? Oder soll das ein... Das sieht doch aus wie eine Straßentextur, die hier hochgeht. War das Stärke, was ich gerade geskillt... Was ist denn das hier? Wieso ist denn... Eine komische Map, oder? Habe ich den falschen Skill rausgehauen? Was ist denn das für ein Gebäude? Ah ne, das hat sich beruhigt. Das ist doch eine selbstdesignte Map, so habe ich es verstanden. Oder zumindest eine, die mitgeliefert wird. Es ist schon merkwürdig, dass der Weg hier so schräg geht. Oh. Wersack Camp. Oder ist es jetzt... Ah ne, das ist... Ah, ist das ein umgedrehtes E für Wers? Wers UK? Hat schon mal jemand, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren oder auch im Stream erwähnt. Okay, das ist ja ein krasses Camp. Das ist praktisch wie so ein oberkrasses Militärcamp. Um, 29 Frames bedeutet, hier drin ist ordentlich was los. Army Truck. Wie, aus welcher Entfernung kann ich den denn bitte looten? Was? Adults and Children. Die Geschütze schießen nicht, ne? So, können wir mal ein Erinnerungsfoto, würde ich sagen. Where's up Camp Chits? What? Chits? Hör mal auf hier! Du machst das Ding kaputt. Oh. Hi. Oh. Oh fuck. Da ist ordentlich was los. Ich wollte ja eigentlich nur zum Airdrop. Ich lasse hier mal Airdrop. Was ist denn da? Eine radioaktive Sau. Komme ich da überhaupt hoch auf den Berg? Sind die Dinger eigentlich aggressiv, wenn ich sie nicht anschieße? Boah, das zuppelt gerade hier. Hier scheint ordentlich was los zu sein im Untergrund. Verfolgst du mich? Das ist ja hier voll die... Voll die hügelige Strecke. Alter Vater, komme ich überhaupt hoch? Yo, aber... Langsam. Ah ja, was ein Gezuppel. Interessante Map auf jeden Fall, wenn man... Oh, was ist denn da? Da ist auch noch eine Stadt. Was ist das für ein Berg da hinten? Oder ist das vielleicht gar kein Berg, sondern eine Kirche oder sowas? Interessant. Ja, also wenn die Map jetzt nicht mitgeliefert worden wäre, ich habe es ja nicht generieren lassen, sondern die wurde ja praktisch mit der Mod geliefert, dann hätte ich gesagt, hier ist was kaputt gegangen. Weil wenn euch mal hier auch die Straßen... Gottchen, das war wahr. Eine Menge. Wenn ich mal hier diese Straße angucke, man sieht ja hier drauf sind so Texturen für Straßen, dann ist das schon ein ordentliches Stück. Sieht aber hier überall so aus, ne? Auch hier so. Das ist das Milit. Hm, die will zu mir. Oh, was ist denn das? Ist ja echt spannend gemacht, also so eine Map zu entdecken mit den ganzen Poys. Was natürlich auch sein könnte, stimmt, kommt gerade von der Regie, dass die Map kaputt ist, dass sie jetzt einfach falsch generiert. Dass sie eigentlich ganz anders gedacht war. Aber das dürfte eigentlich nicht passieren. Oh.
Alter. Was ist denn das für ein Riesenvieh? Zombie, Giant, Volturo. Oh. Was ist denn? Oh, hier wieder so ein Reaper. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Also, wir sind hier an Tag 4. Meine Game Stage ist bei 21. Ich habe nichts. Also, ne, ich brauche unbedingt einen Dirtbike. Definitiv brauche ich einen Dirtbike. Das hier ist übrigens so ein Haus, wo ich drin wohne. Noch im Originalzustand. Was bist du denn für ein Geier? Du bist doch vor allen Dingen voll mutiert. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hinten? Was ist Teil? Kann ich dich auseinandernehmen? Kann ich. Drei Knochen, bisschen vergammeltes Fleisch. Das hat's ja gelohnt. So, ab nach Hause, komm. Wir gehen noch ein bisschen looten. Und ich werde mal hier das Auto mitnehmen. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um Baseballschläger und ein Motorrad, wenn wir soweit schon sind, von den Erfahrungspunkten her. Damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen, weil man sieht ja, dass hier Ausflüge sind ja, ist ja eine Tagestour. Ich meine, ich bin jetzt hier einmal hochgelaufen und da geht's lang. Das ist ja wirklich ein ganz schöner Weg hier hoch. Na? Und da muss ich auch meine Schrotzenmunition hier nicht verbrauchen, wenn ich einen anständigen Baseballschläger habe. Ja, ist auf jeden Fall schon hügelig, wenn man sich das hier anguckt. Aber die Stadt ist auch auf jeden Fall beeindruckend hier oben. Hier oben auch? Seht ihr das? Das sind doch alles Straßen, die normalerweise auch Gebäude beinhalten müssten, oder sehe ich das falsch? Das so richtig ist. Merkwürdig. Ja, ich hätte das Dach looten können bei dem Gebäude, in dem ich praktisch wohne und was da oben auf dem Hügel stand. Für mich sieht das irgendwie aus, als wäre es ein Fehler in der Matrix. Oder? Das wäre mir doch, ist das durch das Update jetzt gekommen oder sah das die ganze Zeit schon so komisch verwachsen aus, hier die Straßen? Merkwürdig. Warte mal, dann kann ich ja hier bekannte Rezepte schon mal verkaufen, ne? Moinsen. So, den Sniper-Dings können wir verkaufen. Was haben wir denn hier? Bottle Caps. Kronkorken. Wozu haben wir denn Kronkorken? Merkwürdig. Okay, pass auf, ich habe was zu verkaufen. Und zwar kriegst du von mir ungewollte Rezepte. Das zum Beispiel. Nerdy Glasses habe ich, glaube ich, auf, oder? Ja, die habe ich schon auf. Dann können wir dem auch die auch verkaufen. $200. Kann man machen. War mir auch ein Vergnügen. Ich wünsche einen schönen Tag. So. Habe ich die Rezepte verkauft? Ich habe die doch gerade gelernt, oder? Habe ich die alle verkauft eben? Die anderen? Nee, die habe ich gelernt. Den Ofen hat mir gebaut. Jetzt weiß ich wieder. Es wird gemütlich, hatte ich die Folge genannt. Alles klar. Guti. Dann packen wir hier mal. Das ist echt praktisch mit dem Einsortieren. Kochtopf. Bin mir nicht sicher, ob wir das alles brauchen hier. Zack, so haben wir auch einen Großteil rüber und dann können wir hier das noch scrappen. Haben wir sonst noch Kram drin, der eigentlich weg müsste? Glas könnten wir eigentlich einschmelzen. Die Schuhe können wir verkaufen, oder? Ne, können wir scrappen. Die brauchen wir wahrlich nicht verkaufen, das macht keinen Sinn.
Dann machen wir noch Klebeband das rein. Die Map könnte ich mal auslösen. Und ich glaube, das Ding hier sind doch Munitionspacken, ne? Ja. Dann kommt das in unsere Waffenkiste. Nice. Sehr schön. Das schaut doch gut aus. Ist schon fast wieder abends. Ich höre schon wieder die Grillen zirpen. Das ist ja schon fast. Wir haben schon wieder abends. Ja, diese Maps, Quatsch, diese mit diesen Karten, das finde ich irgendwie schwierig. Da auf Schatzsuche zu gehen oder sowas ist nicht meins. Wir gucken jetzt mal wegen verschiedenen Sachen. Wir schauen vor allen Dingen mal wegen dem, was haben wir gesagt, ein Bogen und das Dirtbike. Dirtbike könnten wir schon bauen. Wir bräuchten zwei Räder und das Chassis. Das Chassis müssen wir auch bauen. Wir brauchen aber auf jeden Fall zwei Räder und ich glaube, wir haben nicht ein Rad, oder? Doch, eins haben wir schon. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus und gucken, ob wir noch ein paar Autos auseinander scrappen. Ansonsten stellen wir die nämlich selber her. Da unten auf dem Hof haben wir noch ein paar defekte Karossen. Und da können wir auf jeden Fall noch was rausholen. In Hoffnung, dass da noch ein Reifen bei rumkommt. Hier spawnt nicht irgendwie die Minen nach. Nee. Und dann machen wir uns ein Dirtbike und einen Baseballschläger. Ich weiß gar nicht, ob man Reifen aus Autos bekommen kann. Also früher war es ja so, man konnte Reifen am Boden zerschlagen. Und wenn man die zerschlagen hat, gab es per Zufall dann... gab es dann auch mal einen Reifen. Je nachdem, wie oft man halt Reifen weggezimmert hat. Ich glaube, mittlerweile muss man sie wahrscheinlich immer herstellen, oder? Oder looten. Fast reingerannt. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Oder? Bis jetzt kam kein... Nee, kam kein Reifen rum. Da läuft doch irgendwas außen. Ne, bis jetzt ist da kein einziger Reifen bei rumgekommen. Können wir die eigentlich auch wegschrauben? Ne, die gelten nämlich nicht als Fahrzeuge. Gut. So. Hier würden ja normalerweise Autos respawnen, aber ich hatte den Loot-Respawn ausgeschaltet. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das auch für die Reifen am Boden gilt. Also hier schlagen ja überall schon mal Autos, wenn man das hier so sieht, überall, wo diese fetten Reifen waren. Da vorne so. Wollen wir es mal probieren? Können wir die... Nee. Nee, das ist also die Wrench bringt hier gar nichts. Wir haben auf jeden Fall Plastik kriegen. Oh. Moin. Da vorne die Fässer würde ich ganz gern looten. So. Das, was zuppelt das denn so? Irgendwie scheint hier drin Party zu sein, habe ich das Gefühl. Moin. Sieht ja cool aus, oder? Die 7 Days to Die Tankstelle. So, Frieden. Wie viel haben wir? 20.31 Uhr. Können wir nicht looten? Die sind ja irgendwie cool aus, oder? Mit dem 7 Days to Die Logo in der Mitte. Bisschen zu clean, aber irgendwie ganz cool.
So. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Poi. Oh, den müssen wir noch looten. So, 20.50 Uhr. Darf man die Zeit hier nicht aus den Augen verlieren, damit wir da wieder rechtzeitig oben sind. So, noch ein Reifen wäre irgendwie cool. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Also an diesem Tag. Wir haben 21 Uhr, ich muss mich langsam nach oben machen. Und hier ist ja auch offen. Ich hätte ja gar nicht aufschießen müssen. So, 21.13 Uhr. Nochmal Kronkorken, die sind noch neu drin, oder? Ich glaube auch, dass der Macher von der Mod, von der Warzog-Mod, irgendwie Affinität zu Fallout hat oder sowas. Weil wir haben ja einige Sachen schon gesehen. Und es gibt ja auch diese Nuka-Cola oder also so eine, die so erinnert an diese Cola aus Fallout. Den erfreie ich mal. Noch ein Regenmantel und hallo. Kann man die aufschießen? Geht nicht, ne? Mal aufschlagen. So, eins. Oh, hi. Dich kann man aufschießen. Und dich kann man aufschießen. Oh, jetzt wird's aber interessant. Na, da ist aber was los um die Zeit. Da sind Reifen. Kann ich die vielleicht wegschlagen? Oder wegschrauben? Nee, kann ich nicht. Das muss ich mal langsam hoch machen. Oh, eine Orga. Da war eine Orga drin. Nice. Los, hier raus. So, es reicht. Zelt da oben. Jetzt schnell. Da war eine Orga drin. Da war eine Orga drin. Hui. Schnell den Berg hoch. Ah, es wird ein bisschen knapp von der Zeit. Das wird ein bisschen knapp von der Zeit. Ich habe keine Ausdauer. Fuck. Habe ich was zu trinken? Habe ich irgendwas zu trinken gelootet? Nope. Schade. Oh, 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 oh. Ich will nicht im Dunkeln draußen bleiben. Es wird sehr dunkel. Und gleich kommen die Zombies. Wie war das mit dem Aufgang, den ich noch bauen wollte? Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ne? Machen wir noch. Oh. Oh, Home Sweet Home. Fast 30 Minuten war die Folge jetzt lang. Wir haben einen Ausflug gemacht, wir haben ein bisschen Sachen gelootet, wir haben ein bisschen vorbereitet und wir haben einen Reifen gelootet. Yay! Wir können uns ein Moped bauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal in 7 Days to Die Warzog. Viel Spaß beim selber spielen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!